Jeder, der meine Verbundenheit zu Werder Bremen kennt, weiß, dass ich sehr schwere Nächte hatte mit dem Gedanken, der Trainer zu sein, der mit dieser Mannschaft nach 40 Jahren absteigt. Und bei allen nachvollziehbaren und auch objektiv einfach nachvollziehbaren Gründen, die zu dieser Saison geführt haben, natürlich auch viele Fehler gemacht habe in diesem Jahr, mir das einfach nicht hätte verzeihen können. Dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass ich hier sitze und vorweg schicken kann, dass ich mich unglaublich bedanken muss. Ich muss mich bedanken bei all den Personen, die hier neben mir sitzen, die mir über, ich würde sagen, 9 Monate in jeglicher Form, intern wie extern, den Rücken gestärkt haben, die nie einen Zweifel daran gelassen haben, dass sie von mir überzeugt sind, dass sie der Meinung bin, dass ich für diese Situation geeignet bin. Und damit neben der persönlichen Stärkung für mich natürlich auch nie einen Zweifel daran gelassen haben im Binnenverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer. Also ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir am Dienstag, Mittwoch angefangen haben, unsere Analyse zu machen, sondern die Analyse, die Aufarbeitung oder die Analyse lief ja schon während der kompletten Saison. Und natürlich haben wir uns auch in den letzten Wochen, Monaten tauschen wir ständig über Sachen aus, die eben auch nicht so gut liefen. Und unabhängig aber von einzelnen Sachen, die wir angesprochen haben, wo wir Fehler vielleicht auch gemacht haben, war für mich immer klar, dass Florian der richtige Trainer für Werder Bremen ist, auch für die neue Saison, weil wir haben in den letzten Jahren einige Höhen erlebt, jetzt auch eine Saison, wo es nicht so lief, aber die Qualitäten von Flo waren mir immer klar und ich habe immer auch gegen den öffentlichen Druck und diese Unterstützung, diese Überzeugung auch mit meinen Geschäftsführerkollegen zum Ausdruck gebracht, aus voller Überzeugung in Flo. Und deswegen war es für mich auch keine große Frage, was die Cheftrainerposition betrifft. Und deswegen haben wir diese Gespräche und diese Überzeugung auch am Dienstag schon Florian gegenüber sehr, sehr klar zum Ausdruck bringen können.